Hallo, hallo, hallo. Morgen. Hier ist ein neuer Sportvlog und wir sind morgen um 8 unterwegs im Wald. Ja. Geil. Im Regen. Im Regen, ja. Hier schon ein paar Minuten im Regen. Ja. Wo wir unterwegs sind, erzählen wir gleich nach dem Intro, ne? Genau. Ja. Wir sind schon eine Viertelstunde unterwegs. Im Wald von Niedernhausen. Und ich muss ein bisschen die Tanja ziehen. Ja. Weil die Tanja hat gestern. Was hast du gekriegt? Impfungen, ganz viele. Impfungen gekriegt. Diphtherie und Doppelkinn. Ja. Und weiß der Teufel was alles. Ja. Und die ganzen Sachen versucht sie jetzt irgendwie zu verarbeiten während des Joggens. Ja, super Plan. Ja. Deswegen hechelt es ein bisschen. Ja. Ja, gut. Also hecheln. Wir laufen mal weiter. Wollen die Stunde heute voll kriegen. Das hast du mir vorher nicht gesagt. So nebenbei. Wir machen mal weiter. So, wir sind mittendrin. Ja. Und wir sind wieder beim Anstieg. Super. Und die Tanja fragt mich gerade, muss das immer am Berg sein? Ja, es muss immer am Berg sein, weil wir dadurch ein bisschen Ablenkung erfahren. Und einfach weiterlaufen. Sonst fängt die Tanja wieder gleich an und sagt, oh, ich kann nicht mehr. Ja. Und so laufen wir jetzt den Berg hoch, sind eine Minute oben und alles ist cool. Und weil wir gebabbelt haben, merken wir es nicht. Aha. Verstehst du? Aha. Psychologie. Das ist ja super, Sascha. Ja. Ich hab's drauf, ne? Ja, absolut. Ja. Also wir sind jetzt schon 25 Minuten unterwegs, knapp drüber. Und die Tanja pumpt. Ich mittlerweile auch ein bisschen. Weil im Regen schon ätzend, ne? Ja. Aber wir kriegen das hin. Ja. Stunde kriegen wir hin. Okay. Sind noch zwei große Runden. Super. Jetzt hat sie angeblich einen Stein im Schuh. Ja. Wenn man eine Pause will, dann sagt man immer Stein im Schuh. Setz dich 10 Minuten hin und ein Kramkind hier, da raus. Da ist er. Ja, da ist er. 10 Minuten. Stein im Schuh. 30 Minuten. Wird man echt. Warte mal, ich muss pupsen. So Sachen halt. Und dann macht man sich die Pausen da durch. Zählt alles nett. Lauf. Ich lauf doch. Lauf, Forrest, lauf. Oh, es regnet aber ganz schön scheiße, ne? Ja. Sieht aus, als wenn ich ein Wettgel in den Haaren hätte. Sehr schön. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei Minute 50. Hey! Und laufen wir den Berg hoch. Oh, zur Ab- ein Reh. Was? Da war ein Reh. Jo, hier im Wald. Wie soll denn das in den Wald kommen? Hier gibt's doch nur im Zoo. Ja, jedenfalls sind wir hier bei Minute 50 angekommen, laufen den Berg hoch. Die Tanja hat schon Halluzinationen. Ja. Sieht Rehe. Und Fuchs habe ich eben auch gesehen. Den habe ich auch gesehen. Ach ja. Ja, ausnahmsweise. Ja. Und machen jetzt den Berg hier hoch und sind dann in 10 Minuten ungefähr beim Autochen. Dann ist alles cool. Wie fühlst du dich? Im Moment nicht gut, aber fast zu Ende. Tanja kämpft. Ja. Tanja kämpft aber schon seit Minute 12. Genau. Immerhin kämpfe ich noch. Ja. Ja. Tanja, würde ich sagen, ist ein hartes Nehmen. Die kämpft und kämpft und kämpft, auch wenn sie nicht mehr kann. Power. Ja. Da kann man sich so Scheibchen abschneiden. Wir sind jetzt leider bei Minute 57 und sind schon am Auto. Ja. Das heißt, wir müssen mal kurz rumdrehen und eine Minute in die andere Richtung laufen. Und dann haben wir nicht so viel voll. Komm. Komm. Stunde haben wir gesagt. Du hast eine Stunde gesagt. Ja. 50 Minuten gesagt. Du hast Scheißdreck hast du gesagt. Ich habe 50 Minuten gesagt. Ja, das ist doch Scheißdreck. Minute in die Richtung und dann wieder zurück und dann haben wir die Stunde voll. Komm, stell dich nicht an wie ein Mädchen. Ich bin aber eins. Ja, ja, genau. Also, wir melden uns gleich im Auto in 2 Minuten. So, jetzt haben wir es geschafft. Eine Stunde sind wir gelaufen. Nicht deine läppischen 50 Minuten da, Rotz. Ja. Braucht kein Mensch. Lob mich lieber mal. Nee, ja. Achso, ja genau. Toll durchgehalten, Tanja. Ordentlich die Berge hoch. Gut, ich kann nicht mehr. Ja. Jetzt müsst ihr auch Sport machen. Ja. Rausgehen.
Selbst bei Regen, guck mal, selbst bei Regen. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Bis zum nächsten Sportvlog. Tschüss.